Moin, ihr Füchse da draußen. Willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 1. Wir sind aktuell auf dem Weg zur freien Mine, weil ich glaube, dort noch eine Quest zu finden. Und ich habe langsam das Gefühl, mal sehen, ob der Wächter wieder da ist. Das wäre witzig. Schade. Ich habe langsam das Gefühl, ich bin falsch. Geht das hier überhaupt zur freien Mine? Doch, hier geht das zur freien Mine, oder? Ich glaube schon. Wir müssen einfach dem Weg folgen. Bin ich denn damals, als ich zur freien Mine gelatscht bin, stumpf? Da dran vorbeigelatscht? Kann ja nicht sein. Irgendwas passt nicht. Ich glaube, wir müssen... Hä? Ich glaube, hier geht es doch nicht zur freien Mine. Nee. Mist. Das war nicht der Weg zur freien Mine. Oder doch? War das doch der hinten? Nee, wir müssen hinten raus beim neuen Lager. Scheiße. Okay, warte, wir holen uns den Supertrank. Aber nicht schlecht, dass ich falsch gelatscht bin. So haben wir ja immerhin Milton getroffen. Trank der Geschwindigkeit. Zack. Wir müssen hinten raus. Glaube ich zum... Hä? Mir wäre so, als wäre das der Weg gewesen. Aber das erklärt, warum ich da oben in der Höhle nicht war. Weil wir da wahrscheinlich stumpf noch nie lang gelatscht sind. Dann muss es hinten raus sein. Wir werden es sehen. Also, vielleicht bin ich auch einfach nur dumm. Das kann sein. Also wenn ihr jetzt alle die Hände über den Kopf zusammenschlagt und sagt, ist der dumm jetzt? Warum rennt er jetzt wieder zurück? Dann tut es mir leid. Aber ihr kennt meinen Orientierungssinn. Ich glaube, wir müssen beim neuen Lager hinten raus. Und dann geht's zur freien Mine. Glaube ich. Aber witzig. Glück gehabt, da haben wir wenigstens Milton getroffen, ne? Auch nicht schlecht. Hallo, muss hier immer durch. Geil. Naja, gut. Kleines, nettes Gespräch mit Milton gehabt. Ist auch schön. Du, 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 du. So, noch so ein Trank rein. Zack und Gas gegeben. Wow. Man muss eben aufpassen, was man andenkt. Man muss halt eben mal aufpassen, was man da so sagt, ne? Oh, kann schon sein. Moin. So, mal sehen. Ich glaube, ich hoffe, das wird passen. Hier hinten nämlich lang. Da müsste es, glaube ich, zur freien. Oder hier unten? Ne, unten geht es in die Wohnhöhle. Alter Scheiße. Mal abwarten. Vielleicht kommen wir auch direkt straight ins Ork-Gebiet. Wir werden es gleich sehen. Wir werden es erfahren. Wir werden es erfahren. An der Ah, doch, es sieht schon ein bisschen minenmäßig aus. Ah, doch, ich glaube, wir sind richtig. Doch, doch, ja. Das ist der richtige Weg. Alles gut, das ist wieder die Höhle. Das hätte ich aber auch merken können, ne? Wenn ich mal ehrlich bin, das hätte mir auffallen müssen. Das hätte mir auffallen müssen. So, mal sehen. Hoffentlich gibt es da jetzt auch den Quest. Vielleicht irre ich mich auch, dann war das eh alles umsonst. Aber wir haben Milton gesehen und alleine dafür hat es sich gelohnt. Ja, und ich weiß jetzt, wie ich ins Ork-Gebiet komme. Vom neuen Lager aus. Sehr gut. Läuft einfach. Keine Gegner, kein Nichts hier. Hier hätte ich ja so einen Troll jetzt platziert oder so. Das wäre witzig gewesen. Aber gut. Hallo. Ich weiß nicht wer, aber ich quatsche einfach mit allen. Das ist nur ein Söldner. Gut, mit dem muss ich nicht quatschen. Aber mit allen anderen. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Smegger? Rechts. Rechts, 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 links, links, geil. Oh, Weintrauben und ein Schmiedehammer. Da lässt sich aber einer gut gehen, ne? Da lässt sich aber einer gut gehen hier. So, mal gucken. Guten Tag. Söldner, 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 wenn ich hier reingehe. Das interessiert die überhaupt nicht. Voll gut. So, wir quatschen einfach alle an, die einen Namen haben und dann schauen wir mal. Schürfer, Schürfer, also einen Namen, der anders lautet als Schürfer. Bist du eine wichtige Person? Schürfer, Söldner. Söldner.
Wie sieht es bei dir aus? Er ist einfach nur ein Schürfer. Schürfer. Oh, Kiel. Hallo. Ich muss weiter. Dann lass mich in Ruhe. Ja gut, ich wollte nur gucken, ob du eine Quest für mich hast, Digga. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Er sieht mich halt, ne? Nee, komm, wir lassen es lieber. Ich bin ja doch ein bisschen zu ängstlich. Hast du eine Quest für mich? Söldner. Hm. Ich hab keine Ahnung, Alter. Vielleicht irre ich mich auch. Ich schnack einfach alle an. Hab ich irgendwen übersehen? Hier unten sind noch Leute. Sweiny! Ah! Ich kann ihn nicht ansprechen. Jetzt aber. Hey! Leg mal den Stängel weg, wir wollen mal mit dir reden, Digga. Erzähl mir was über das Camp hier. Erzähl mir mal was über das Lager hier. Dieses Felsloch wird uns hier rausbringen. Wenn wir erst genug Erz haben, kann uns das alte Lager egal sein. Na gut, wenn du das sagst. Boah, gut, ich mach mal, geh mal eben weiter, ne? Also er ist es nicht. Ich glaube, ich glaube, das ist erst im nächsten Kapitel. Aber keine Ahnung, ich bin jetzt schon mal da. Jetzt schnacken wir einfach mit allen. Sicher ist sicher. Schürfer. Hat hier noch irgendeiner einen Namen? Söldner. Was machst du hier in der Mine? Ich wollte mich nur mal ein bisschen umsehen. Ich wollte mir nur mal die Mine ansehen. Du siehst doch, dass die Mine abgeschlossen ist. Also hier gibt's nichts zu sehen. Alles klar. Ich habe noch was zu erledigen. Das denke ich auch. Alles klar. Söldner. Tja, kein Plan, Alter. Schürfer. Ich jetzt nicht irgendjemand übersehen habe, Alter. Ich glaube, ich habe mich geirrt. Er sieht noch wichtig aus. Also wenn ich nicht irgendwo einen übersehen habe. Du. Hatten wir schon geredet, wir zwei? Du siehst auch wichtig aus. Tja. Und alle so, Fuchs, warum läufst du durch diese Mine wie so ein Irrer? Was hast du in der Mine gesehen, was ich nicht in ihr gesehen habe? Das ist die Frage. Ich weiß es. Mir wäre so, als wäre hier ein Quest gewesen, aber es scheint nicht so zu sein. Dann würde ich sagen, hauen wir wieder ab, oder was? Und starten ins nächste Kapitel. Wenn ich nicht irgendwo einen übersehen habe, was ich nicht glaube. Schürfer. Söldner, hier habe ich mit allen geredet. Hier nicht noch irgendeiner mit einem Namen? Da oben vielleicht. Kann schon sein. Waren wir hier oben schon? Hab ich hier irgendwen übersehen? Söldner. Hier war ich doch auch schon. Okay, genau. Hier waren wir doch gerade erst. Tja, dann keine Ahnung, Alter. Hauen wir wieder ab, oder was? Sieht ganz danach aus. Verpissen wir uns. Und dann höre ich euch schon wieder schreien. Nein, Fuchs! Jetzt hast du eine Quest ausgelassen. Es wird passieren. Es wird passieren. Söldner? Nein, hier ist aber keiner. Ganz da oben vielleicht noch? Kommt man da hoch? Lass mal da gleich noch hochgehen, da waren wir noch gar nicht. Hier checken. Du hast keinen Namen, ne? Nee. Lass mal eben da hochgehen. Da oben waren wir noch nie. Oh oh. Scheiße. Oh, ein bisschen runtergeklötert, ne? Muss auch mal passieren. Lass mal eben noch da hochgehen. Da oben waren wir noch gar nicht. Da war ich, glaube ich, noch nie, oder? Wusste gar nicht, dass es da hochgeht. Sicher ist sicher. Flup, flup. Und ich merke, dass ich Lies Schwert habe, sonst gibt es mega. Axt. Schwert. Alter, ein sehr interessantes Schwert. Sieht aus wie eine Axt. Wo haben Sie das her? Hast du einen Namen? Bitte hab einen Namen. Hat hier irgendeiner einen Namen? Verdammte Scheiße. Da ist einer. Vielleicht die hier. Valid. Nee.
Nur Banditen, Söldner, Schürfer, eben hier nochmal reingeguckt. Vielleicht sitzt sie auch in irgendeinem Haus. Keine Ahnung. Ganz da hinten ist noch ein Dude. Und ich wette, der ist es. Der wird es sein, den ich suche. Hey, jawohl! Du, was ist los? Ich wusste es. Ich wusste es. Scheiße, ey. Hi. Hi. Du läufst hier rum, als würdest du etwas suchen. Tatsächlich? Stimmt vielleicht. Wieso? Wunderbar. Frag mich. Ich kann dir vielleicht weiterhelfen. Woran hast du denn dabei gedacht? Was brauchst du denn? Wie wär's mit einem guten Schwert, einer starken Rüstung oder dem Zugang zur Mine? Ach was, das ist doch alles noch viel zu schlapp. Ich hab dir was anzubieten, da werden dir die Augen übergehen. Ich kann dir eine Waffe besorgen, mit der du jeden Gegner besiegst. Das Einzige, was du tun musst, um sie zu bekommen, ist mir einen kleinen Gefallen zu erweisen. Und sie gehört dir. Was sagst du? Ich glaube, im Kampf will ich unbedingt haben, das Ding. Also ich vertraue ihm nicht so ganz, aber ich will sie haben. Was müsste ich denn dafür tun? Ganz einfach. Bring mir 5 Äpfel, 2 Flaschen Reisschnaps, 5 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 2 Weintraubenreben. Und wir kommen ins Geschäft. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Wie ich schon sagte, wirklich jeden Gegner machst du damit platt. Ich bin so gespannt, was das ist. Der Typ will mich doch verarschen. Muss ich haben. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Aber beeil dich. Ja, sicher. Vergiss es nicht. 5 Äpfel, 2 Flaschen Reisschnaps, 5 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 2 Weintraubenreben. Klar? Klar. Ja, sicher. So, ich müsste das eigentlich alles schon dabei haben. Bis auf Hallo. Die Weintrauben vielleicht. Hallo? Ich konnte deinen Kram noch nicht... Echt nicht? Ich konnte deinen Kram nicht besorgen. Was war das nochmal? Es war so viel Verschiedenes. Na schön, nochmal zum Mitschreiben. Also, ich will von dir 5 Äpfel, 2 Flaschen Reisschnaps, 5 Flaschen Bier, 3 Laib Brot, 2 Käsestücke und 2 Weintraubenreben. Hast du's jetzt? Ach, ich ja, hab's sicher. Jetzt. Ich beeil mich. Ich hab's jetzt. So, warte mal. Ich glaube, die Weintraubenreben sind's. Den Rest dürfte ich haben. Nahrung. Oder Brot vielleicht auch nicht. Mal eben gucken. Oder Käse. Äpfel haben wir genug. Brot haben wir genug. Käse haben wir genug. Ja, Weintrauben haben wir nur eine. Wir brauchen mehr Weintrauben. Wo kriegen wir jetzt Weintrauben her? Scheiß, Bruder. Okay, ich gehe Weintrauben suchen. Aber ich bin froh, dass ich ihn gefunden habe. Ich wusste doch, dass der Bekloppte hier noch irgendwo ist. Ich erinnerte mich nämlich an ihn. Aber ich muss gestehen, ich weiß nicht mal mehr, wie die Quest ausgeht, ey. Wo kriegen wir jetzt Weintraubenreben her? Das ist eine gute Frage. Immer umschauen, ne? Vielleicht verkauft das irgendjemand. Wir gehen mal in eine Kneipe oder so. Ne? Irgendjemand hat bestimmt Weintraubenreben. Jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg zurückgehen, um Weintraubenreben zu suchen. Ich bin jetzt mal mutig. Ja, weil es interessiert hier eh keine Sau. Mal gespeichert und geguckt. Ah, scheiße, nur Flasche. Vielleicht ist hier ja irgendwo noch eine Weintraube. You never know. Moin. Ich hab mir mal eben euer Fleisch geliehen, ne? Scheiße. Rechts. 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 Links. Geil. Nichts. Nice. Das hat sich voll gelohnt. Ich brauche Weintrauben. Hallo. Hier ist nichts. Scheiße. Tja, ich sehe mich schon wieder ganz zurücklaufen ins neue Lager, um dort nach Weintrauben zu suchen. Unfassbar. Aber vielleicht ist das das Schwert. Vielleicht verarscht er uns nicht. Und es ist das legendäre Schwert. Hier sind noch Kisten. Warte mal. Okay, rechts. Rechts. Links. Links, rechts. Geil! Ah, Fleisch! Ihr sollt hier nicht Fleisch essen, ich brauche Weintrauben. Weintrauben. Rechts, rechts, links, links. Geil. Rezeptur. Drin. Okay. Wo krieg ich denn jetzt Weintrauben her, Mann? Vielleicht hier drinne. Links, links, rechts. Links, links, rechts,
Käse, 3 Äpfel. Gibt's bestimmt hier. 100 pro. 100 pro finden wir alles in dem Lager hier. Wir müssen uns nur umsehen. Das war zu verdächtig, dass jetzt hier Käse und Äpfel sind. Das ist zu passend, deswegen. Und keiner meckert, wenn wir in seine Kiste öffnen. Das ist auch sehr verdächtig. Deswegen lass uns mal weiterschauen. Ich habe so ein Gefühl, dass wir vielleicht alles hier finden. Wenn wir uns nur gut genug umsehen. Links, links, rechts, links. Scheiße. Links, links, rechts, rechts. Trauben, Trauben, Trauben. Ah, fuck. Ich brauche Trauben, Mann. Muss doch noch irgendjemand eine Traube dabei haben am Start. Komm schon. Da, oh ja, 2 Kisten. Nichts. Ich glaube, hier waren wir schon, oder? Oh, oh. Rechts. 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 Ja, geil. 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 Wir haben die Trauben. Okay, let's go. Auf nach oben. Jetzt bin ich mal gespannt. Das wird doch... Wahrscheinlich kriegen wir irgendwie eine Schaufel oder irgend so einen Müll. Folge 6, 7. Ich bin mir gar nicht sicher, wo wir gerade sind. Ich habe immer die ganze Zeit in 66 gespeichert. Ist eigentlich ein bisschen doof. Weil falls mal was schief geht, muss ich eigentlich immer den letzten Speicherstand behalten. Ich muss mir das wieder merken. Immer bei jeder Folge eine neue starten. Weil es ist schon mal passiert, dass es abgestürzt ist. Und wenn ich es dann überspeichert habe, habe ich verschissen. Ja. Da geht so nicht. Muss das mir aufschreiben oder so. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass es jetzt nicht abstürzt. Jetzt müsste es abstürzen. Mega. So, hallo, guten Tag. Ich bringe ihm, was immer er will. Hi. Hallo. Hallo. Ich konnte deinen Kram noch nicht besorgen. Hier, ich habe den ganzen Kram dabei. Jetzt machen wir den Deal mit der ultimativen Waffe, ja? Dann zeig doch erstmal her. Hier hast du. Ja, klasse. So, nun her mit dem Ding. Vergiss es. Was? Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine, wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat doch nicht besser verdient. Wundert mich, dass du überhaupt noch lebst. Wenn du so leichtgläubig hier in der Gegend rumrennst, machst du es nicht mehr lange. Macht aber nichts. Jetzt haben wir Jungs wenigstens genügend Fressalien zum Feiern. Schönen Dank auch und vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Was für ein Arsch. Okay, warte. Waffe weg. Danke genug. Hat er auch. So. Alles wieder eingesammelt. Zack, 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 zack. Aber Erfahrungspunkte bekommen. Das ist das Wichtigste. Der hat genug. So, damit wäre diese Quest auch abgeschlossen. Ich wusste doch, da war was. Jetzt können wir, glaube ich, das Kapitel beenden. Nun sind wir durch. Nun ist es Zeit, zurückzukehren und zu berichten und zu fragen, ob wir die Explosion jetzt starten können. Und dann geht, glaube ich, das nächste Kapitel los. Und dann nimmt die Story langsam richtig Fahrt auf. Also ab jetzt geht es hier wirklich richtig los. Die schöne, entspannte Zeit ist vorbei. So viel spoiler ich schon mal. Aber gut. Ich verwechsel, glaube ich, auch mal ein bisschen was mit Gothic 2. Aber das werden wir dann sehen. Entweder verwechsel ich es mit Gothic 2 oder es wird passieren. Wir dürfen gespannt sein. Dadurch, dass ich selber nicht mehr so genau weiß, was passiert ist, ist halt auch für mich noch lustig. Wir gucken mal. Wer so dumm ist, aber es war klar. Ich hatte ja gedacht, das ist vielleicht diese ultimative Waffe, von der ich gerade im Forum gelesen habe. Dass man sagt, du bist so bescheuert gewesen, dich darauf einzulassen. Als Belohnung kriegst du wirklich eine ultimative Waffe. Es ist doch keine Verarsche. Aber nein, das wäre zu einfach gewesen. Das wäre auch nicht Piranha Bytes Style. Ne? So, dann gehen wir mal wieder zurück und dann sagen wir mal Bescheid und dann geht es auch schon los. Dim, 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 dim. Ich, ey. Ah, mussten wir noch Trauben suchen? Unfassbar. Ich dachte, ich inzwischen, dadurch, dass ich ja immer alles loote. Aber in den Kisten bin ich ja doch immer ein bisschen zurückhaltender, weil ich immer Angst habe, dass mir die Leute aufs Fressbrett geben. Aber die meisten interessiert es einen Scheiß, ob du denen die Kiste ausräumst oder nicht, ne? Aber vielleicht sollte ich da wirklich mal einfach ein bisschen mutiger sein und einfach jede Kiste öffnen. Mal gucken. So, eben hier noch lang. Wieder zur Wohnhöhle. Kurz Bescheid gegeben. Dann gibt es auch gleich eine bessere Rüstung mit Glück, mit Hoffnung. Das wird dann auch die beste sein, zumindest vom Lager. Ich weiß nicht mehr, ob es noch mehr gibt. Manchmal gab es ja, also ich glaube später gab es so sowas wie Erzrüstung oder so. Könnte aber auch sein, dass es nur in Gothic 2 war, wenn es da überhaupt war. Keine Ahnung. Bin mir nicht so ganz sicher. Ja, Han, ich höre dich. Alles cool, bleib mal entspannt. Du musst entspannt bleiben. Hm? Ja. Ist doch gut.
Meine Lieben, ihr hört den Hahn krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle jetzt erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.